Moin Leute, was geht ab? Zwei ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es heute... Du Hurensohn! Um einen kleinen Penis gehen! Und zwar soll es heute um die schönen Bikes von meinen Freunden gehen. Und zwar haben wir hier einmal eine Kawasaki SV650. Eine Kawasaki ER6N haben wir hier. Und noch einmal eine Suzuki SV650. Beide auf A2 gedrosselt und ich werde jetzt mal meine Kollegen so ein bisschen, das soll ein neues Format von mir werden. Wenn euch das gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde, ja, alles klar. Ich werde von Freunden die Bikes nehmen oder auch von Unbekannten, die ich einfach auf der Straße treffe und befragen zu ihren Bikes. Dann habt ihr nämlich eine gute Rundumsicht über die ganzen Bikes. Wenn ich eine Probefahrt mache, kann ich natürlich die Bikes überhaupt nicht so beurteilen wie die Leute, die das halt täglich fahren oder halt schon 5.000, 6.000, 7.000 Kilometer drauf gefahren sind. Und deswegen soll das halt ein neues Format von mir werden. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal bei der schönen Tsuzuki an. Von der Seite sieht sie anders aus. Ich finde, sie sieht so sehr schön aus von der Seite. Also Daniel, wie lange hast du denn jetzt schon das Bike? Ich fahre das Ding jetzt seit knapp einem Jahr. Also letztes Jahr im Juni habe ich mir die gekauft. Und wie viele Kilometer bist du damit jetzt schon gefahren? Um die 6.000, denke ich mal so. Um die 6.000, okay. Ja. Und macht immer noch Bock? Macht immer Spaß? Bockt immer noch, Bockt ja. Immer noch. Und was willst du denn gerne an dem Bike verändern? Was war so das Standardmäßigste, was dich am meisten gestört hat? Also ganz zuerst, da waren so richtig hässliche Spiegel hier oben drin und die waren, kannst du dir vorstellen, so, aber nur, dass sie so rund waren wie deine. Und das sah mega, mega kacke aus. Also ja, und jetzt haben wir hier so richtig schöne Highsider. Genau, also... man kann sich die Spiegel so vorstellen, vielleicht aus den Videos mit dem Chopper, das war ja auch mein Bike früher, solche Spiegel ungefähr und das war einfach nur mega hässlich. Ja. Deswegen habe ich mir die da rangemacht. Dann habe ich auf jeden Fall, also am liebsten würde ich den Auspuff machen wollen, aber das ist ziemlich schlecht, weil hier ist das verschweißt und da unten ist das erst abnehmbar und hier unter ist noch so ein kleines Krümmersystem. Mhm. Deswegen ist das ziemlich schlecht. Also man kann jetzt nicht wie bei dir einfach so einen Slip-on drauf machen. Ja, und dann ist das eine Das nice ist nämlich Lösung. Viel komplizierter. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Ja. Okay. Ja. Aber sonst gibt es noch irgendwelche Punkte, die dich stören? Wenn wir mal ins Heck gehen zum Beispiel. Ja, da der Kennzeichenhalter. Aber da ist es das gleiche Problem. Also ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ob die gedacht haben, so die Bikes bleiben jetzt alle so. Ja. Es bleibt ja alles so, wie es ist. Ja. Weil du kannst es wirklich, du kannst nichts machen, weil dieser Kennzeichenhalter ist wirklich so beschissen daran montiert, dass du nicht irgendwie die Chance hast. Wie gesagt, bei dir ging das ja alles ziemlich easy. Ja. Das Video vom kurzen Heck bei mir blende ich jetzt oben ein. Also ihr könnt euch das gerne auch reinziehen. Ja, wie gesagt, hier sind noch andere Blinker dran. Das sind die, die auch an der 690 dran sind, an der KTM. Ah, okay. Okay. Ja, die davor waren auch ziemlich klobig und... Das wurde aber schon vorher verändert, ne? Genau, das habe ich schon so bekommen. Bekommen, okay. Und sonst hast du hier noch Sturz... Genau, Sturzpads dran. Sturzpads dran, okay. Ja, was ich ganz nice finde, ich weiß nicht, ob das bei jeder ist, hier diese, dieses Carbon da oben drum. Das ist halt nur so Plastik, aber ich finde, das sieht schicker aus. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch nice. Ja, dann habe ich hier auf jeden Fall noch, vielleicht hat man es schon gesehen, breiteren Lenker dran. Mhm. Der Originallenker war ein Stück schmaler, das fand ich, also das fand der Vorbesitzer nicht so schön. Ich habe mir den auch angeguckt, ich habe das mal vermessen und mir die Originale so im Internet angeguckt. Ich fand, das hier sieht auf jeden Fall schon ansprechend aus. Ja, viel besser aus. Ja, aber ich finde auch vor allem mit den Spiegeln an der Seite, finde ich, das sieht echt männlich aus, das Bike. Und so von so und dann von hinten filmt, finde ich, macht das ganze Motorrad schon mal ein bisschen breiter mit den Spiegeln. Ja, auf jeden Fall. Und Soundcheck wollen wir dann natürlich alle sehen. Wie ich hier sehe, hast du auch noch, ach so, sehen natürlich. Ja. Wie? Ach so, ja, hier habe ich, also hier war mal so ein Griff für den Sozius dran. Den habe ich aber abgemacht, weil, ja, der Sozius kann sich dann auch einfach an mir festhalten. Hey. Und das sieht einfach, sah einfach nicht gut aus, das stimmt schon. Ja, deswegen habe ich es auch lieber abgemacht. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Wollen wir die ganze Schüssel einmal hören, bitte? Ja. Wollen wir nochmal knallen hören? Ey, ich hab...
hab Tinnitus. Ich schwöre, ich hab ein Piepen auf dem Ohr. Junge, das ist so krank. Oh, Alter, Daniel, hast du schon mal hintergestanden? Ey, Daniel, Daniel, stell dich hinter. Ich hab echt. Ich auch. Ey, Bro, ja. Das war einfach so ein richtiges Schallwelle. Ich hab so. Ey, wir sind jetzt alle taub. Ah, Junge. Ah. Aber ich spüre das richtig. Ja. Das ist richtig so Bats. Der Giga denkt so, ist doch gar nicht Jagdsaison. Auf jeden Fall hat auch kleine rückkoppelnde Fehlzündung das ganze Ding mit dem Notausschall, den man eben. Ja, gut, ihr hört das überhaupt nicht auf dem Video, weil. Das kommt überhaupt, kommt nicht, so überhaupt nicht so rüber, wie das eigentlich ist, weil das ist so laut, dass man. Ernsthaft jetzt, wir standen hier 1,5 Meter entfernt, 2 Meter entfernt und wir haben einfach Tinnitus. Also man hat ein kurzes Piepen und man hört einfach schlechter für die nächsten 5 Minuten. Das ist halt legit krank. Das ist nicht wie ein D-Böller oder so, sondern das ist was ganz anderes. Viel das kranker. Ist wie eine Waffe, Alter. Ja, ist echt wie eine Waffe. Das heißt, du hast jetzt 6.000, nee, wie viele Kilometer hast du jetzt? Bist du gefahren da drauf? Ich bin jetzt, also... Ja, ich denke mal so um die 6.000 bin um die 6.000, okay. Ja. Aber rundum, und wie viel hast du denn geschossen? Das ist ja auch für interessant. Für sagenhafte 1.500 Euro. Ja, und da so ein Bike, und da waren ja schon viele Veränderungen außer Spiegel dran. Das heißt, das ist ja wirklich jetzt ein schönes, amtliches Bike für fucking 1.500 Euro. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, bei mir hat der Auspuff mit den Spiegeln, den eloxierten Teilen und den kurzen Kennzeichenhalter, das sind 1.500 Euro. Aber dafür kriegst du ja noch nicht mal das Bike. Also, not even das Bike, das kostet ja 9.000 noch was Euro. Entspannt! So, oh nein, Papa, bitte hup nicht! Ich hab mich in den Augen gesehen, so, oh nein, bitte, nein! Oh, Junge, aber jetzt fangen wieder alle an zu biken, das ist geil! Das ist echt geil. Und wir sind hier an so einer Seitenstraße. Ja. Wir sind drei vorbeigefahren. Abgelegenste Kacke. Ist so. Normalerweise fährt hier keiner vorbei. Das heißt, für 1.500 Euro kriegt man so ein leistungsstarkes, oder auch preisleistungsstarkes, eher gesagt, Bike. Das finde ich halt mega geil. Die Dinger, ich habe im Internet schon Anzeigen gesehen, also Bikes, die zu verkaufen sind, mit ungefähr 60.000 Kilometer Laufleistung. Das heißt, die sind sowas von langlebig. Da hat man echt eine ganze Zeit was von. Und was ich noch nicht gesagt habe, das sind nicht die originalen Brems- und Kupplungshebel. Okay. Die sind auch neu. Okay. Ja, aber sonst ist halt echt ein mega stabiles Bike für den Preis. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Bike. Und zwar die Kawasaki ER6N aus dem Baujahr 2008. Und bei dir hatten wir, Daniel, 2002? 2001? Nee, 2001. 2002, alles klar. Wie viele Kilometer bist du denn jetzt drauf gefahren auf dem Bike? Ich so 5, 6 ungefähr. 5, 6.000, okay. Ja. Ach ja, und die kommen wahrscheinlich auch noch ab, weil finde ich ohne irgendwie, glaube ich, ja, hatte Daniel auch abgemacht. Finde ich aber auch, weil die machen das so ein bisschen Richtung Touring von hinten. Ja, genau. Dann sieht es nicht so aus wie Naked, sondern irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Ja, genau. Der Standardauspuff ist vom Sound her jetzt, wenn er freigefahren ist, ganz gut. Oder von der Lautstärke auch jetzt. Weil am Anfang dachten wir ja wirklich, der ist sehr leise. Aber der Soundklang ist ja ziemlich geil. Mhm. Nur jetzt... Klangart. Genau, die Klangart ist ziemlich geil. Nur jetzt ist er halt auch eben... Die kann noch ein bisschen hoch. Aber jetzt ist sie ganz gut. Könnte noch ein bisschen hoch, aber ist schon okay. So, das heißt, wir haben hier einmal auch noch im Vergleich eine... Weil der 2002er ist und da ist es noch ein... Vergaser, und bei Leon ist es schon ein Einspritzer in der Kawasaki. Und du hast auch so eine Schrägfeder, was auch ganz geil aussieht beim Dämpfer. Und du hast einen geraden und ich habe auch eine gerade. Oh, das sieht ziemlich ansprechend aus, finde ich auch. Also wirklich, wirklich ein Highlight bei dem Bike. Dann wollen wir mal den Sound hören. Da fliegen mir auch nicht so die Ohren weg wie bei Daniel mit den Fehlzündungen. Mal Leerlauf. Ja, das klingt schon echt nach einem erwachsenen Bike und nicht hier irgendwie so, ja, das ist jetzt irgendwie 125er, na gut, das sind sie alle sowieso nicht, aber das klingt jetzt nicht irgendwie nach einer 3-400er, sondern da merkst du eben schon, dass da ein bisschen mehr Dampf ist und dass sie eben offen 70 PS hat und Daniels hat ja auch 70 PS, sie sind ja eigentlich ziemlich baugleich, nur eben Suzuki ein bisschen älter und einmal Kawasaki ein bisschen moderner.
vom Prinzip her sind sie sehr ähnlich. Eure Traumbikes sind, das interessiert mich. Wenn ihr ein Budget habt, bei mir war es ja so, dass ich gerne mir die 701 leisten wollte und habe ich jetzt ja auch gemacht, aber weil ich halt genug Budget dafür auch hatte gerade aktuell. Und wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr euch mit dem gleichen Budget, also hättet ihr jetzt 20.000 Euro zur Verfügung, welches Bike würdet ihr euch für A2 kaufen? Das interessiert mich. Aprilia SXV. Aprilia SXV, also eine super Moto. Aber die 550er. Okay, und die hat dann offen wie viel Leistung? Offen weiß ich jetzt gar nicht, um die 70 oder um sowas. Um die 70, ja. Okay, aber die, und die gibt es für um die 6.000, 7.000, ne? Irgendwie sowas. Ja, genau. Noch, aber da sind Teile auch echt teuer. Ja, okay, auch noch Teile. Gut, das heißt, die hättest du dir gekauft, das heißt eine Supermoto. Und wie sieht es hier aus bei Daniel mit der Suzuki? Was hättest du dir gekauft? Jetzt für offen oder 48 PS? Nee, 48. 48 PS, da hätte ich mir tatsächlich auch am liebsten eine 96 gekauft. Eine KTM 96. Oder eine 701. Okay, die beiden. Oder eine Husqvarna 610, aber die gibt es halt nur noch gebraucht. Ja, genau. Und für kleineres Budget. Aber wenn du das Budget offen hättest, dann würdest du dich auch für eine große Supermoto entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, also Supermoto scheint ziemlich im Hype zu sein. Das war das kleine Interview zu den beiden Maschinen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, gerne Feedback da lassen, ob ich das auch mal mit random Leuten in der City machen soll oder noch mit weiteren Freunden. Ich habe ja noch wesentlich mehr Freunde, die Motorrad fahren. Und dazu kann ja auch irgendwann nochmal einfach eine Probefahrt kommen. Das heißt, aber erstmal so ein kleines Statement von denen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da. Haut rein, stay tuned.